Servus Bernhard, heute mal nicht von der Regierungscouch, sondern aus dem Exzellenten seinem Computerzimmer. Gibt einen guten Grund warum, weil es um Computer geht. Ich mache jetzt nicht irgendwie hier ein Tutorial, wenn man irgendwo welche Kopierschutzmethoden umgeht, keine Angst, sondern es geht primär um die, die mir eigentlich schon zeitlang im Kopf rumgeistert und wo ich gesagt habe, jetzt muss ich gleich mal was sozusagen an die Öffentlichkeit lassen davon. Ist eigentlich ein Hilfeaufruf. Nicht für mich, ich habe genügend Computer. Wenn ich so in der Gegend bei mir rumschaue, da sind genügend da Rechner, die verwertet werden können. Um das geht es nämlich. Um alte Rechner, die eigentlich alle noch bestens in Ordnung sind, aber ja, nicht mit dem neuesten Betriebssystem aus Redmond betrieben werden können, weil die Firma aus Redmond natürlich auch immer Anforderungen an die neueste Hardware stellt und für ältere Hardware gibt es ja dann keine Treiber nicht oder die Hardware ist gelinde gesagt nicht dafür ausgelegt. Aber es gibt Betriebssysteme, die sind genau dafür ausgelegt, oder es gibt die Originalbetriebssysteme, die älteren, die sozusagen in der Lage wären, mit der Hardware so zu arbeiten, dass jemand eine vernünftige Geschwindigkeit erreicht. Xubuntu zum Beispiel, Ubuntu und so weiter und so fort. Ja, und jetzt mache ich also sozusagen das Ganze als zweiten Take, weil der erste Take ist zum Schluss ein wenig, ja, erst in die Knie gegangen und war sehr langsam und dann bin ich ganz schnell geworden und dann habe ich ne, Mickey Maus, Donald Duck mäßig, wie sind die Dinger noch, ja, irgendwie so Chipmunks, genau, Chipmunks mäßig habe ich dann vor mich hingesabbelt. Ja, auf jeden Fall, worum es jetzt geht. Es geht um alte Rechner, die man herrichten kann, mit einem Betriebssystem versehen, zum Beispiel, wie gesagt, mit einem Linux. Das ist ja frei, wer sich damit beschäftigen möchte, gibt es im Internet genügend Quellen, was dieses frei bedeutet. Da habe ich jetzt weder die Zeit noch die Lust dazu, dass ich darauf eingehe. Ja, aber, ja, wenn man so einen alten Rechner hat, der, sagen wir jetzt nicht zu alt ist, ich habe hier auch Rechner rumstehen, die sind 6 Jahre alt, sind immer noch im Betrieb, funktionieren bestens, ja, werden dann auch sehr, sehr häufig genutzt, also die sind nicht irgendwie bloß tot und werden einmal der Gaudi halber eingeschalten, damit einmal der Dreck im Netzgerät durchgewirbelt wird, sondern die werden auch produktiv eingesetzt und sind aber schon wirklich zum Teil 6-7 Jahre alt und seitdem in Benutzung. Ja, eine habe ich zum Beispiel, der ist jetzt halt, ja, 6 Jahre alt, der läuft immer noch, der wird häufig von mir noch benutzt für viele unterschiedliche Dinge und der ist immer noch schnell genug. Gut, ich habe natürlich im Laufe der Zeit immer wieder welche Komponenten ausgetauscht, bessere reingetan, auch ja, halt aus der Zeit, aber die halt sozusagen mir gegeben wurden, um ja, Schrott aus dem eigenen Haus fernzuhalten. Ja, ich habe noch andere da. Ja, zum Beispiel jetzt hier. Das zum Beispiel, ja, ein voll funktionsfähiges Board mit Grafikkarte. Da läuft Windows XP super drauf. Ist ein Serverboard gewesen. Hat 1 GB RAM, sogar USB schon, Netzwerkkarte onboard, Soundkarte onboard. Wie gesagt, Grafikkarte ist dabei. Gehäuse gibt es auch noch bei mir, wo man es reinbauen kann. Das wartet sozusagen auf einen, ja, neuen Besitzer, der auf gut Deutsch gesagt, ja, es nötig hat. Oder der einfach einen PC braucht. Ich sage jetzt nicht irgendwelche alten Leute, die wo sagen, Computer, mei, das ist mir alles viel zu hoch, sondern ich meine jetzt eher Familien zum Beispiel, die ein sehr knappes Budget haben und die Kinder haben,
und ja, deren Kinder in der Schule eigentlich ohne ihren PC ziemlich aufgeschmissen sind. Ja, denen kann man so einen Computer schenken und die würden sich tierisch drüber freuen. Wie gesagt, muss ja nicht das neueste Betriebssystem aus Redmond sein, kann auch ein älteres Betriebssystem sein. Wer sozusagen keine Erfahrung mit Computer hat, dem ist es ja sozusagen wurscht, ob er jetzt poppig bunt Microsoft-mäßig daherkommt oder ob er poppig bunt Linux-mäßig daherkommt. Er muss sich eh in das ganze Ding einarbeiten, also es ist Kupfbier gesprungen, wenn man in Bayern so schön sagt. Ich stelle mir das Ganze nicht allein, so viel Zeug habe ich jetzt auch nicht da, aber ich habe jede Menge Zeug da, ganze große Kiste nur mit irgendwelchen Karten, die auch irgendwo ganz gern mal eingebaut werden würden. Wenn jemand, wie gesagt, einen Rechner hat, den im Schrank nicht länger verstauben lassen möchte, dann kann er sich gerne mit mir in Verbindung setzen, xandi@der-excellent.de. Oder wenn er zum Beispiel jemanden kennt, der genau darauf zutrifft, auf die vorher beschriebene Gruppe an Menschen, zum Beispiel Familien, ja, alleinerziehende Mütter, so alter XP-Rechner, der ist noch super tauglich fürs Internet, man muss ihn halt dementsprechend tweaken, ja, entsprechend schmales Linux draufpacken, das für den entsprechenden Rechner nicht ressourcenfressend arbeitet, sondern ressourcenbenutzend, ressourcensparend arbeitet. Mit dem kann man immer noch ins Internet gehen und man kann ja chatten, auf Facebook zum Beispiel gehen, man kann andere Sachen damit machen, YouTube-Videos anschauen. Wie gesagt, ich habe einen alten AMD XP 64 3000 Plus, der läuft spitzenmäßig und es ist ein Single Core, hat 2 GB RAM drin, der eine, der andere 4 drin, da waren schon ein Prozessor, aber auch nicht viel, aber die Dinger funktionieren nur super und die braucht man nicht wegschmeißen, weil wegschmeißen bedeutet nur, man produziert Müll und dieser Müll ist einfach nicht gut, weil ja, das Thema, was wert aus euren Computer, könnt ihr euch auf anderen Videos im Internet anschauen. Und wer ein wenig ein soziales Gewissen hat, der wird sich dann denken, nee Freunde, da mache ich nicht mit. Gut, also wie gesagt, wer Interesse hat, in irgendeiner Form das Ganze zu unterstützen. Wichtig sind im Moment Monitore und Festplatten und alte komplette Rechner. Ja, mit Tastaturen, mit Monitor, mit allem drum und dran, weil das sind eigentlich die Sachen, die ja sozusagen am häufigsten kaputt gehen. Und wer sowas hat, ja, wenn er sagt, oh, ich habe einen Rechner, aber geht die Netzwerkkarten nimmer, sei nein, hier da Netzwerkkarten habe ich zum Saufordern da, das kriegen wir schon zum Laufen. Wie gesagt, also Leute, die helfen wollen, sind von mir gern gesehen und die sollen sie einfach bei mir melden. Ja, das war's jetzt. Anlauf Nummer 2. Ich werde noch einen zweiten Blog dazu machen, wo ich über das Ganze nochmal mehr rede. Und das war jetzt nur sozusagen ein Eingangs, ein Teaser, wenn man auf Neudeutsch so sagt, zum Auflockern und so. Und naja, ich hoffe, es werden sich ein paar Leute melden bei mir. Danke, das war's. Nächstes Mal gibt es wieder wahrscheinlich was von der Regierungscouch. Servus.